Ja, liebe Leute, das Thema hier, über das ich auf der 73. Stutz in Frankfurt am Main Ende Mai vorgetragen hatte, das hatte ich eigentlich schon erstmal beiseite gelegt, bis ich nun erfahren habe, dass es dieser Vortrag unter den mehr als 40 Vorträgen auf Platz 2 bei der Prämierung des besten Vortrags geschafft hat. Das hat mich erstens wahnsinnig gefreut, weil es so viele interessante und kluge Beiträge gab, wie die Tagung überhaupt toll organisiert war und die Möglichkeit zu unzähligen spannenden Gesprächen geboten hat. Ich möchte mich ganz herzlich für diese Wahl bedanken. Und zweitens habe ich das als Ansporn gesehen, nur das Ganze doch noch einmal aufzuzeichnen und hochzustellen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich auf einzelne Punkte noch etwas ausführlicher eingehen kann und an einer Stelle noch einen etwas weiteren sprachgeschichtlichen Bogen zumindest innerhalb des Neuhochdeutschen schlagen kann. Also indeklinable pränominale Adjektive, ein Thema mit Potenzial zum Zungenbrecher und eines, das vielleicht nicht so sexy klingt. Oder autoreferenziell müsste man sagen, es scheint kein sexy Thema zu sein. Denn da hätten wir das erste indeklinable pränominale Adjektiv, sexy. Also es gibt sexy Frisuren, eine sexy Komödie, neuerdings auch ein sexy Selbstbestimmungsgesetz. In Frankfurt, wo die Tagung, wie gesagt, stattgefunden hatte, natürlich die sexy Eintracht. Oder auch Aufnahmen eines sexy Kängurus. Naja, wer es mag. Wichtiger ist, wenn wir uns dieses letzte Beispiel einmal näher anschauen, dass wir hier im Genitiv kein Flexionsmorphem haben. Das heißt, wir haben ein Adjektiv, das attributive Funktionen besitzt, das aber indeklinabel ist. Und das Gleiche haben wir hier, als Anfang 2022 eine große deutsche Tageszeitung einer ganz heißen Sache auf der Spur war. Ja, das Wort trans ist ein Adjektiv, wie in der Transmann oder die Transfrau. Das heißt, und das können wir schon einmal festhalten, wir haben es bei diesen indeklinablen Adjektiven mit einer Gruppe von Wörtern zu tun, die erstens offenbar nicht abgeschlossen ist und die zweitens aber auch als irgendwie auffällig zu gelten scheint. Auf jeden Fall nicht als selbstverständlich. Vielleicht Bezug nehmend darauf hat auch der Duden ein paar Wochen später dazu getweetet und gefragt, was indeklinable Adjektive sind. Und damit es nicht ganz so schwierig wird, hat der Duden in seiner ihm eigenen schulmeisterlichen Art und Weise auch gleich die Antwort gegeben. Das sind Adjektive wie super, quitt, spitze und schnuppe. Und es hat auch ein weiterer Kollege kommentiert, der diese Reihe noch ergänzt sehen möchte, um rosa und lila. Und das klingt jetzt so schön eindeutig, aber ruft im ersten Kommentar bereits Protest hervor, der das bei Quitt und Schnuppe hinterfragt. Die kommen ja vor in jemand ist Quitt, meistens im Plural, und in jemandem ist etwas Schnuppe. Das heißt, das sind Phraseme, in denen diese Wörter in einer Copula-Konstruktion als Prädikativa gebraucht werden, aber die kommen eben gar nicht in die Zwangslage, mal flektiert werden zu müssen, da sie nicht pränominal verwendet werden. Insofern lässt sich die Frage nach der Wortart für Sie gar nicht wirklich beantworten. Die Unterscheidung zwischen Adjektiv und Adverb ist ja morphologisch betrachtet eben die der Flektierbarkeit. Wir schauen uns das mal an zwei weiteren solcher Adjektive an, nämlich klasse und mega. Ich habe hier zur Absicherung mal Beispiele aus der Duden-Grammatik genommen, wo man eine gewisse Tendenz sehen kann. So ein Wort kann zunächst mal adverbial gebraucht werden. Häufig lässt sich irgendwann oder auch schon zugleich der prädikative Gebrauch beobachten oder auch schon vorher, weil man bei Klasse noch den Gebrauch als Substantiv, also im Gleichsetzungsnominativ, vorschieben könnte. Und dabei wäre immer noch keine Flexion erforderlich. Aber grundsätzlich ist diese Verwendung als Prädikativum, das heißt als ad copula, um hier mal noch diesen Begriff anzubringen, den das IDS und besonders Frau Ziefer nun immer anführen, grundsätzlich ist das jene Verwendung, die den Weg zum Adjektiv erst einmal wirklich eröffnet und die die Tür sogar ganz weit aufmacht, weil solche Konstruktionen der Askription, wie das Alexander Lasch nennt, ja Eigenschaftszuweisungen vornehmen und eine Eigenschaft, die man einer Entität zuweist, muss doch dann auch wie ein normales Adjektiv vor das Substantiv treten können, sodass es über diesen Weg letzten Endes irgendwann dazu kommt,
dass dieses Wort syntaktisch weiter nach vorn rückt und schließlich attributiv wird. Diese Darstellung ist natürlich in höchstem Maße angreifbar und soll nicht bedeuten, dass immer der Weg in dieser Reihenfolge oder überhaupt so geordnet vollzogen wird. Es ist auch gut möglich, dass der adjektivische Gebrauch schon direkt mit dem Prädikativen auftritt, zum Beispiel. Gleichzeitig sind der prädikative und der adverbiale Weg das Einfallstor für die Umkategorisierung, wie Eichinger das nennt. Weil eben diese Verwendungsweisen selbst nicht flektieren und deshalb können dort an diesen Positionen Lemmata eintreten, die eben keine nativen Adjektive sind. Also auch Lemmata, die einer nicht flektierenden Wortart angehören. Da sind wir jetzt in den Urgründen der Systemlinguistik, die die große Trennung zwischen flektierbaren und nicht flektierbaren Wortarten vornimmt. Die Systemlinguistik hat bisher noch nie erklärt, was der Mehrwert dieser Einteilung ist. Sie hat aber ja in der Grammatik dazu geführt, also diese Einteilung hat dazu geführt, dass man sich besonders den flektierenden und weniger den nicht flektierenden zugewandt hat. Wir haben es hier mit nicht flektierenden zu tun, sodass man nach einer reinen morphologischen Klassifikation eigentlich sagen könnte, man müsste von Adverbien oder von Partikeln sprechen. Claudia Telgio, die sich mit der Adjektiv-Adverb-Abgrenzung im Deutschen beschäftigt hat, die sagt, dass man aufgrund der grundsätzlichen Nichtflektierbarkeit eigentlich die Wortart Adverb ansetzen müsste. Andererseits könnte das Ding dann eben nicht attributiv auftreten, weil die Casus Numerus Genus Kongruenz eben nicht erfüllbar wäre. Deshalb können Adverbien eigentlich nicht pränominal auftauchen. Ja, die einzige Ausnahme sind konvertierte Adjektive als Bezugsnomen, also zum Beispiel die damit Betrauten. Aber an sich kommt die klassische Grammatik damit schlicht nicht klar. Aber es gibt nun mal dieses Phänomen, und zwar teilweise ziemlich frequent, wie wir gleich noch sehen werden. Und da könnte man als Laie ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, das ist vielleicht ein Phänomen der Jugendsprache der letzten 20, 30 Jahre. Denn die Jugend ist ja immer schnell eine Kandidatin, wenn es darum geht, einen vermeintlichen Sprachverfall zu postulieren und einen Schuldigen dafür zu suchen. Naja, dann nehmen wir uns mal in einem kurzen Exkurs das pränominale Prima vor, das Telcher als Beispiel angeführt hat. Und diese Folien sind jetzt praktisch die Extended Version, denn die waren in Frankfurt noch nicht dabei. Und wir beginnen mit einer ganz tollen Quelle, nämlich Zeitungsannoncen aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Die waren ja damals das, was eBay Kleinanzeigen, Indeed und die Bietesucherwand im Kaufland heute ist, aber in einem. Und die Zeitungen hatten so einladende Namen wie Der Arbeitgeber. Übrigens eine Zeitung, die auch in Frankfurt am Main herausgegeben wurde. Und dort wurden in einer Stellenanzeige Techniker für eine Tonwarenfabrik gesucht. Und es wurde auch benannt, was die für Voraussetzungen mitbringen müssen. Also natürlich bestimmte Kenntnisse, aber sie müssen auch über Leistungsfähigkeit und Charakter prima Referenzen aufgeben können. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass dieses prima hier etwas anders geschrieben ist als der Rest des Textes. Diejenigen, die öfters mit historischen Texten arbeiten, wissen natürlich sofort, was dahinter steckt. Deutschsprachige Texte wurden bis 1941 üblicherweise in Frakturschrift gedruckt, also in einer gebrochenen Schrift. Aber wenn in diesen Texten irgendein Wort vorkam, das fremdsprachlichen Ursprungs war, vornehmlich aus einer romanischen Sprache, also hier Latein, aber auch zum Beispiel Französisch, dann wurde das in Antiqua geschrieben, also in der Schrift, in der auch zum Beispiel lateinische Texte gedruckt wurden. Und dafür hat man sich hier entschieden. Das heißt, es wird aus der Typografie deutlich, dass man dieses Wort und damit vielleicht auch die Distribution innerhalb dieser syntagmatischen Einheit als etwas nicht Deutschsprachiges aufgefasst hat. Also so ganz könnte man sagen, hat man sich noch nicht getraut, das als eine Wendung der deutschen Sprache zu formalisieren. Das war in dieser Anzeige schon anders, erschienen in einer Fachzeitschrift für unsere Vogelliebhaber. Dort wurden Dompfaffen inseriert. Heute sagt man dazu, glaube ich, eher Gimpel. Wer also noch keinen Vogel hatte, konnte hier einen bekommen für 25 Mark inklusive Verpackung. Und zwar einen, der eine englische Volksmelodie fehlerlos pfeifen kann. Und hier gibt es den Hinweis, nur prima Ware. Und hier ist das prima schon ganz normal in Fraktur geschrieben. Man kann also sagen, es wurde als deutsches Wort und das Ganze auch als im Deutschen akzeptiertes Syntagma verstanden. Aber über diese Integration hinaus wird noch was anderes deutlich, denn wir sehen auch an diesem Verkaufskontext schon, wo das Ganze hingeht. Dieser Ausdruck prima Ware ist eine sogenannte Handelsklausel, die angibt, dass es sich um Ware erster Güte handelt.
Man findet das in dieser Zeit in zahlreichen Verkaufsanzeigen oder auch einfach Preisinformationen, wo drin steht, was auf dem Viehmarkt gerade zum Beispiel ein Kalb kostet, wenn es sich um Prima-Ware handelt. Das heißt, das ist zunächst einmal domänenspezifische Kommunikation. Aber wenn wir uns jetzt einmal diese Kollokation mit Ware anschauen, dann finden wir da schnell so eine Stilblüte in einer Novelle von 1895, in der dieser scheinbar so formelle Ausdruck Prima Ware in einem eindeutig als mündlich markierten Gebrauch vorkommt. Man würde hier am ehesten von Jargon sprechen. Das heißt, es scheint schon sehr weit diffundiert zu sein. Auch wenn das hier natürlich, ja, wohlgemerkt ein literarischer Text ist. Genauso wie dieses 30 Jahre jüngere Stück hier von Karl Zuckmayer, einem ja bekanntlich hessischen Autor, was hier auch am entsprechenden Dialekt deutlich wird. Und da sieht man, es kann auch alles andere, das man als qualitativ hochwertig beurteilt, schon prima sein, wie hier die Sau. Also prima und prima plus Substantiv scheint schon im frühen 20. Jahrhundert eine Art gängiges Muster gewesen zu sein. Ich habe aber ein Beispiel gefunden, das nochmal deutlich weiter zurückgeht. Das hier ist ein Druck von 1706 und darin finden wir den Prima-Wechselbrief. Was ist denn das? Ein Wechselbrief war ein Wertpapier, das man gegen eine gewisse Geldsumme erhielt und das man sich an einem anderen Ort und vor allem in einer anderen Währung wieder auszahlen lassen konnte. Davon haben besonders Händler auf internationalen Messen Gebrauch gemacht. Und dabei wurde manchmal noch ein zweiter oder auch ein dritter Wechselbrief ausgestellt, den man vorzeigen konnte, wenn man den eigentlichen Wechselbrief verloren hat. Und dieser eigentliche Wechselbrief, das war der Prima-Wechselbrief. Prima bedeutet hier also wirklich der erste Wechselbrief. Das Beispiel ist natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern zu verstehen, denn natürlich finden wir hier, anders als bei der Prima-Ware, keine direkte Entwicklungslinie hin zum Beispiel in die Alltagssprache. Aber immerhin taucht dieser Prima-Wechselbrief in mehreren Quellen auf, sodass man zumindest sagen kann, für dieses Muster ein indeklinables Wort, sei es wie hier etwa ein fremdsprachiges, jedenfalls wie ein Adjektiv zu gebrauchen, dafür finden sich auch schon ältere Belege. Aber selbst wenn wir ein Beispiel wie dieses mal ignorieren und nur unsere eben gesehenen Belege für Prima aus dem 19. und 20. Jahrhundert heranziehen, können wir festhalten, dass das Phänomen schon älter ist, deutlich älter, als man das vielleicht annehmen mag. Wenn wir uns jetzt die Belege im Zeitkorpus des DWDS ausgeben lassen, finden wir deshalb die Erstbelege für Prima auch gleich 1946. Und auch da sehen wir, da kommt das Wort vor allem in der medialen Mündlichkeit, also in der direkten Rede vor. Insgesamt sind für Prima aber mehr als zwei Drittel der Belege im Bereich der medialen Schriftlichkeit zu verorten, wenngleich da natürlich auch indirekte Rede etc. dabei ist. Ich habe hier mal noch für drei weitere recht willkürlich ausgesuchte Beispiele die Belegzahlen im Zeitkorpus ausgeben lassen. Und da scheint es einen zweiten Schub in den 80ern und 90ern zu geben, wo die Mündlichkeit noch dominiert, gerade bei dem hochfrequenten Super, wo nur jeder siebte Treffer primär medial schriftlich auftritt. Während Klasse da schon ja, umfassender Verwendung findet. Anfangs natürlich noch sehr markiert. Also dieses Scheiß wird hier im Erstbeleg durch diese Verwendung ja eigentlich positiv umgeframed. Klasse taucht hier auch wieder dialektal auf. Super, das wird hier sehr stark angereichert. Ja, da muss man die Hintergründe kennen. Das liegt daran, dass 1994 das Superwahljahr das Wort des Jahres war. Also mit solchen katalytischen Einflüssen müssen wir natürlich immer kalkulieren. Wir haben es also offenbar primär mit dem Phänomen der gesprochenen Sprache zu tun. Die Diffusion in die konzeptionelle Schriftlichkeit scheint gegenwärtig unterschiedlich ausgeprägt. Aber grundsätzlich kann man sagen, sie ist dann gegeben, wenn etwas Eingang in die mediale Schriftlichkeit findet, sprich, wenn jemand ein solches Zitat gezwungen ist, beispielsweise weil er ein Journalist ist, zu verschriftlichen. Und dann entscheidet man sich mit viel oder wenig drüber nachdenken für ein bestimmtes Muster.
Ja, das ist nochmal wichtig zu betonen, weil es natürlich auch die Position gibt, zu sagen, naja, eigentlich sind das doch Determinativkomposita. Ja, also eigentlich müsste man diese vermeintlichen Adjektive als Determinantien verstehen und diese Syntagmen zusammenschreiben. Diese Diskussion könnte ich jetzt führen. Da könnte man dagegen anführen, dass der semantische Kern der Bildung hier nicht wirklich in der finalen Konstituente zu liegen scheint. Aber das ist jetzt weniger zielführend, denn es ist ja so geschrieben, wie es geschrieben ist. Und da bringt es nichts, den Sprachbenutzerinnen vorzuwerfen, dass sie alle inkompetente Schreiber sind, die einen Normverstoß begehen, sondern es ist viel zielführender, diese Realisierung als kondensiertes Sprachwissen zu verstehen, indem wir sagen, dieses Muster einer Attribuierung, das heißt der Zuweisung einer Eigenschaft und der näheren Bestimmung eines Nomens durch ein vorangestelltes Adjektiv, das bei den Sprachnutzerinnen als Type entrenched ist, wird auf diese Verwendungsweisen hier gleichsam appliziert. Mehr dazu jetzt an dieser Stelle nicht, weil das eine Diskussion ist, die man sehr ausführlicher führen muss. Aber wir müssen eben angesichts solcher Phänomene eher über unsere Kategoriensysteme nachdenken, gerade über die aus einer klassischen Grammatik entlehnten, auch und gerade was Morphologie angeht, so wie es die Konstruktionsmorphologie ja versucht zu tun. Wenn wir das jetzt mal ansatzweise versuchen zu abstrahieren, haben wir es hier also mit einer Klasse an Wörtern zu tun, die eine emotive oder zumindest affektive Haltung vermitteln, meist eine positive wie sexy oder premium, teilweise eine negative wie bei Scheiß. In einigen Fällen ist es kontextgebunden wie bei mega. Also natürlich muss man prinzipiell sagen, dass so eine Bedeutung immer kontextabhängig ist, aber dieser Kontext ist eben meistens einer, der mit einer Bewertung einhergeht. Deshalb habe ich die jetzt auch mit evaluativer überschrieben. Und diese Bewertung ist eben häufig affektiv. Allerdings sind das natürlich nicht alle. Wir haben ja vorhin auf Twitter schon gelesen, dass auch Farbbezeichnungen davon betroffen sind, also lila, rosa, magenta. Man könnte sich auch beige vorstellen, allerdings wird es dort mit den Belegen schwer, weil das Wort ja ein E am Ende hat in der Schreibung, das zwar stumm ist, aber wenn man das realisiert als Schwalaut, hätte man zum Beispiel eine beige Weste und da ist natürlich die Adjektivderivation eröffnet. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass diese Wörter gern über den Umweg oder vom Ursprung des Adverbs adjektivisch werden. Und deshalb habe ich dann nochmal eine Korpusabfrage gestartet nach Wörtern, die als Adverbien annotiert sind, die zwischen einem Artikel, einem sogenannten Artikel, und einem Nomen stehen. Und da finden wir zunächst einige Treffer, die uns nicht helfen, weil das Bezugsnomen in diesen Fällen eigentlich immer deadjektivisch sein dürfte. Wenn wir weiter runterschauen in der Belegliste, finden wir aber Wörter wie zwangsweise, zeitweise, massenweise, vergleichsweise, möglicherweise, ausnahmsweise und, und. Das hier sind jetzt Belege nicht nur aus dem Zeitkorpus. Und hier spielt ganz offensichtlich eine Rolle die Homonymie zwischen dem Adjektiv weise im Sinne von Weisheit besitzend und dem Derivationssuffix weise, das ja eigentlich Adverbien bildet. Ich will diese Belege gar nicht im Einzelnen durchgehen. Ich will nur mal das Augenmerk auf den letzten Beleg lenken, wo wir einen maskulinen Genitiv haben. Und man sieht, der Verfasser oder die Verfasserin traut sich nicht, den Wortkörper anzutasten. Die Flexion, die man ja entsprechend weise erwarten könnte, die bleibt aus. Ich komme darauf ganz am Ende nochmal zurück. Es ist wichtig zu betonen, das spielte auch in der anschließenden Diskussion eine Rolle, dass diese Wörter in dieser Position nicht einfach aus Spaß verwendet werden, sondern das werden sie in dem Moment, in dem man ein bestimmtes Ausdrucksbedürfnis befriedigen will, für das man eben kein passendes Adjektiv finden kann. Und da macht man eben die Konzession, dazu ein Wort zu verwenden, das gemäß dem eigenen Sprachwissen nicht alle grammatischen Anforderungen erfüllt, aber eben bedeutungsseitig adäquat ist. Also, wir haben diese drei Gruppen zunächst
Und nun stellt sich die Frage, woher das kommt. Also, wie die Ursprünge zu erklären sind. Und da haben wir es natürlich in ganz vielen Fällen, ja, super, mega, sexy, mit Lehnwörtern zu tun, aber auch bei den Farbbezeichnungen. Einige dieser Evaluativa sind auch Konversionen, also zum Beispiel Klasse. Und dann haben wir die Bildung auf Weise. Das sind Analogiebildungen nach diesem bereits vorhandenen Formantium Weise. Die Analogie spielt meiner Meinung nach aber noch eine weitere Rolle. Ich habe nochmal eine Abfrage gestartet mit pränominalen Adjektiven, die auf Y auslauten. Daily habe ich da ausgeschlossen, weil das immer der Daily Mirror ist. Und da findet man bei dieser Abfrage immer noch teilweise Quatsch, aber auch eine ganze Menge. Sexy hatten wir schon, aber auch hairy, easy, funky, scary, skinny, crazy. Am Abend vor dem Vortrag, als ich noch durch Frankfurt gelaufen bin, habe ich ein Telefonat mitbekommen müssen, wo jemand meinte, er mache jetzt etwas ready. Also das sind ganz normale englische Adjektive, die aber nicht ins Deutsch übersetzt werden, sondern entlehnt werden. Dieses Y hinten ist ja das deutsche Ik oder Ich, wie man es ausspricht, etymologisch. Und deshalb besteht die Möglichkeit theoretisch, zum Beispiel bei Trendy, das hier in dieser Liste weiter unten auch noch vorkommt, daraus trendig zu machen. Ja, das klingt dann noch akzeptabel, ja, aber sowas wie sexig, das klänge schon sehr merkwürdig. Und häufig fehlt auch die etymologische Entsprechung im Deutschen. Das heißt, diese Adjektive werden in Analogie zu bereits aus dem Englischen entlehnten Adjektiven neu aus dem Englischen entlehnt. Das könnte ein Muster sein, das noch in einer Dimension produktiv wird, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das könnte ähnliche Ausmaße annehmen wie im späten Frühneuhochdeutschen die Übernahme französischer Adjektive oder Adverbien. Ich habe jetzt nur die Fälle betrachtet, bei denen diese Entlehnungen indeklinabel sind. Es gibt auch Gegenbeispiele, ja, also die Lehnübersetzung von trendy zu trendig. Man findet in Corpora auch schon mal sowas wie toppe, also wo man das Flexionsmorphem an top anhängt, was gleichzeitig auch auf die Konsequenzen auf die Schreibung hat, da man, um den Kurzvokal zu markieren, natürlich dieses P geminieren muss. In der Diskussion ging es an mehreren Stellen um die Frage, inwiefern man eine Art Algorithmus beschreiben kann, der vorhersagt, welche Entlehnungen zu indeklinablen Formen führen und in welchen Fällen ein Morphem angehängt wird. Also die Frage, ist das irgendwie vorhersagbar? Ich glaube nicht. Auf gar keinen Fall ist es monokausal erklärbar, denn grundsätzlich scheint das Phänomen relativ kontingent zu sein und man muss sich wirklich die Einzelfälle anschauen. Nun hatte ich ja eingangs schon diesen Zeitungsartikel gezeigt, aus dem hervorgeht, dass das Wort trans neu in diese Kategorie, in diese Gruppe aufgenommen wurde. Und das ist gar nicht so theoretisch, weil es mitunter wie hier im Tagesspiegel schon eine gewisse Belegdichte dafür gibt. 2018 ging das los und dieses Trans taucht auch längst nicht mehr nur in Konkurrenz mit Mann oder Frau auf, sondern wir sehen es hier mit 69 verschiedenen Lemmata. Und nun ist die Frage, wo wir das einbinden. Es ist auf jeden Fall erstmal wieder eine Entlehnung. Aber ich meine, dass hier auch wieder eine Analogiebildung zuschlägt. Und zwar in dem Sinne, dass die Kategorie indeklinables Adjektiv hier als solche erstmals bewusst bei der Wortbildung reflexiv gemacht wurde, sodass dieses Wort ganz bewusst als nicht flektierendes Attribut motiviert, gebildet wurde und so auch gebraucht wird. Das heißt, es handelt sich hier sozusagen um eine Analogiebildung zweiten Grades, die sich nicht mehr auf Einheiten, sondern auf Kategorienwissen bezieht. Ja, wir haben es, wie eingangs schon erwähnt, mit einer produktiven Kategorie, ja, zu tun. Was sind nun die Ursachen, warum vermeiden Sprecherinnen und Sprecher die Flexion?
Das ist alles wohlgemerkt etwas spekulativ. Da müsste man jetzt weiter ansetzen, aber man kann begründet vermuten. Das ist häufig ein lautliches Phänomen. Manche dieser Wörter, also etwa Farbadjektive, aber auch mega zum Beispiel, die lauten auf A aus, sodass ein Adjektiv wie rosa S entstehen würde und dieser Hiatus von Vokal, meistens A und Schwa-Laut, soll möglichst vermieden werden, weil er natürlich artikulatorisch sehr aufwendig ist. Es besteht zwar die teilweise genutzte Möglichkeit, den Hiat durch eine Epenthese zu tilgen, also Rosanes zu sagen, aber damit würde man ein neues Flexionsmorphem generieren, wovor viele Sprecherinnen und Sprecher zurückzuschrecken scheinen. In anderen Fällen, nämlich im Fall von denominalen Konversionen wie Klasse, besteht das Problem darin, dass man durch das Morphem teilweise eine lautliche Form erzeugen würde, die zu einer ambigen Interpretierbarkeit führen würde. Nur mal das Extrembeispiel, der Klasse Kampf zum Beispiel des Boxers. Wenn man das in den Akkusativ setzt, hätte man, der Boxer zeigte einen Klassenkampf. Da könnte man auf die Idee kommen, dieses Flexiv als Fugenelement und das ganze Ding als Determinativkomposition zu interpretieren. Und dann hätte man eine ganz andere Semantik. Aber noch einmal, diese Punkte hier erklären Einzelbeispiele. Sie eignen sich zu einer Beschreibung, aber nicht zu einer Vorhersage. Man kann auch noch andere lautliche Phänomene anführen, zum Beispiel die Prosodie. Auch das ist ein Punkt, der in der Diskussion erwähnt wurde, wo man ja festgestellt hat, dass Wörter, die eine trochäische Struktur schon mitbringen, häufiger nicht zur Flexion tendieren als Einsilber. Aber auch da gibt es wiederum Gegenbeispiele. Häufig soll, das betrifft gerade Entlehnungen, schlicht auch der Wortkörper unangetastet bleiben. Ja, das ist ein Phänomen, was wir in der Onomastik gerade von Eigennamen kennen. Und scheinbar haben diese Entlehnungen eine gewisse, ja, Proprialität. Das ist dann auch die Ursache dafür, dass man die Gefahr einer Bedeutungsinadäquanz bei der Flexion sehen könnte. Insofern dieser idiomatische Charakter der Entlehnung bei der Flexion ein Stück weit verloren gehen würde. Oder auch die pragmatische Komponente, also der emotive Gebrauchskontext. Der könnte ja seine Wucht verlieren. Ja, und wie das Beispiel trans zeigt, haben wir es offensichtlich mit einem Wort zu tun, das sich diese Kategorie bereits zunutze macht und im Sinne einer metasprachlichen Interpretation dieser Kategorie ganz bewusst in dieser Kategorie verortet wird. Also wir beobachten ein Phänomen, das im Fluss ist. Und das ist ja das Schöne, wenn wir in der Gegenwartslinguistik Sprachwandel beobachten, dass wir mittendrin sind. Und deshalb ist das Thema ohnehin nicht abgeschlossen und die Diskussion auch nicht. Insofern habe ich mich gefreut, das einmal vorstellen zu können. Freue mich noch mehr, dass wir darüber ins Gespräch gekommen sind und noch mehr natürlich auch über die Auszeichnung. Ich bin weiterhin an Hinweisen und Kritik sehr interessiert und bedanke mich an dieser Stelle erst einmal für die Aufmerksamkeit.